Warum bist du so lecker? Warum ziehst du mich so an? Kannst du mir das mal erklären? Wow! Ja, was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reagieren wir mal wieder auf den lieben Unojan und zwar auf das Video Younes vs. Volkan plus Influencer geben Seele. Cat News 4. Unser Lieblingsformat, also let's go. Die Bitch aus Moskau auf dem Rücksitz andere Liga. Gib mir Wodka in mein Glas, ich sag. Freunde, damit habt ihr endlich das offizielle Release-Datum von Spasiba. Ein Jahr lang mussten wir jetzt dafür kämpfen, waren auf lange Reisen unterwegs. Check mein Instagram-Story ab. Check mein Instagram ab, dort kommt der Trailer online. Am 3.9. ist es soweit. Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Richtig geile Version, Wallah, sehr, sehr lustig. Hallo meine lieben Freunde, seid ihr auf den Anti-Langweil-Channel? Hey, das ist mein Video! Ich mach mein iPad kaputt. Bist du bereit? Dann kann's ja losgehen. Junge, es reicht. Krammeler? Ich hab ehrlich langsam keinen Bock mehr. Freunde! Pünktlich, wie immer, donnerstags, 18 Uhr. Falls nicht, ist der Cutter dran schuld. Ey, warte mal. Wann bezahlst du mich eigentlich? Ey, Bruder, ich bin grad Sauna Club. Ich bereise nächste Woche, ja? Dankeschön. Du geht's mal. Geht's mal. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Und ich liebe diesen Kanal auch. Natürlich gibt's heute wieder das volle Programm bei einer weiteren Folge von... Cap News 4. Welche Themen drankommen und die News von Cymex X könnt ihr sehen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Also, ja. Ja! Alter, als ob ihr den nicht sehen wollt. Genauso will ich dich, Junge! Genauso! Genauso will ich das, Digga! Los geht's! Here we go! Khabib Amiri vs. VVS McGregor. Beyblade Edition. Ich dachte, schlimmer kann es dieses Jahr nicht mehr werden. Doch es hat ehrlich stattgefunden. Younes Deutsche Bahn ICE Miri und VVS... Vulkanstraße haben es doch gemacht und haben am letzten Samstag im Ring gekämpft. Moloch, wo sind wir hier gelandet? Younes vs. Volkan. Smiley. Offizieller Kampf. Es geht los. Smiley. Junge, das erste Mal, dass er richtig Deutsch schreiben kann, ne? Stabil! Hallo, ich bin Younes Amiri, 19 Jahre alt und komme aus Wolfsburg. Junge, Junge, Junge. Younes Zugmiri. Direkt. Zugmiri. Mit dem Killerblick. Rar, was ist los, Tiger? Ich hab irgendwie geil geworden, ne? Irgendwie tönt mich das an. Ich nehme die Leute komplett mit auf meinem Kanal, sei es im Urlaub, zu Hause mit der Familie. Beim Wichsen? Mit meiner Perle. Wallah, Billa, da war ehrenlos. Boah. Am Wichsen? Ganz stark. Also, mein Name ist Volkan. Mein Name ist Volkan. Volkan VVS. All um Chojuk Uchiolan. Der Junge ist am Fliegen, sagt er. Der Junge fliegt gerade. Er ist nicht auf dem Boden, er ist gerade auf Mars. Mit Joint im Mund. Und fliegt. Mit Nutella-Aufbau. Weil er weiß gar nicht, wo er gerade ist. Hat jemand dem gesagt, dass er gleich kämpfen muss? Vom Beruf her bin ich Musiker und TikToker. Beruflich TikToker? Junge, sag doch direkt, Basta! Die Kamera ist irgendwie ausgegangen gerade. Ich weiß nicht, irgendwie passiert das häufig in letzter Zeit auch bei Arvin. Ja, nice, TikToker, aber Beruf. Ich wäre gern arbeitslos dann. Damit würde ich sagen, will noch jemand von euch beiden irgendwas sagen, bevor wir zum Kampf kommen? Da habe ich gesagt, komm, Yum Yum wird ja eh aufgegessen, deswegen. Ach, das sollte lustig sein. Mach das nie wieder. Round 1. Meine Damen mit weißen Fußnägeln braun gebrannt und Herren.
Ja. Die Pressekonferenz können wir auf jeden Fall überspringen, weil da ging es eh nur um... Wo siehst du deine Stärken? Meine Stärke? Genau. Jackson. Ja, deshalb würde ich sagen, wir kommen direkt zum Cup. Warte, man kann sagen, was man will. Eins muss man Younes gleich 6 Richtung ICE Bahnhof... lassen. Der hat Vulkan auf jeden Fall bearbeitet. Junge, der hat ihn gar nicht ernst genommen. Ja, das stimmt. Digga, guck dir das doch mal an. Und dafür haben Leute 10 Euro bezahlt. Kampf des Jahres. Oder Vulkans Marathonlauf. Und einfach ein Beyblade. Er weiß selber nicht. Und was geben wir uns hier gerade? Ich bin selber überfordert. Ich will selber jetzt im Kreis rennen, aber ich bin fett. Deshalb würde ich sagen... Alles schön und gut. Younes gleich 6. BWS... Geht's ihm eigentlich gut? Scheiß mal auf alles jetzt! Der Sieger des ganzen Kampfes ist... Younes! Amiri. Respekt auf jeden Fall trotzdem. Egal wie lustig ich jetzt... Junge, oh mein Gott, er rennt immer noch. Egal wie lustig ich mich darüber mache, Respekt... Neue TikTok-Memes. Vulkan rennt bis heute noch. Eine Legende besagt, dass er bis heute noch rennt. Trotzdem, dass sie mit dem GMC zusammen so ein Event veranstaltet haben. Ich meine, am Ende des Tages, sehr viele Leute hatten Spaß gehabt, haben sich den Kampf... Respekt eher weniger, weil... Letztendlich, finde ich, haben so zwei... Sorry, dass ich das sage, aber... Ja, ich will jetzt nicht Hampelmänner sagen. Vulkan auf jeden Fall. Younes ist noch einigermaßen so, hält sich in Grenzen. Aber... Ja, so zwei Kinder können nicht kämpfen, machen einen auf, keine Ahnung, krasse Fighter, kämpfen bei GMC, so, ich weiß nicht, GMC ist so, wo richtige Männer, die ihr Leben lang trainieren, die da kämpfen, weißt du, und dann kommen da so zwei TikToker und letztendlich wird das alles nur ausgenutzt und wird das nur gemacht wegen der Reichweite, so, ich weiß nicht, Digga, die Leute zahlen 10 Euro für einen Kampf, für was, Digga, ja, ich zahle 10 Euro, wenn ich Khabib gegen McGregor schauen will, doch nicht für sowas, ist ja, was ich meine, ja. Kampf angeguckt und ja, was soll ich sonst sagen? Ich habe mitbekommen, Sonntag gibt es den ganzen Kampf plus irgendwelche anderen Sachen extra bei GMC zu sehen. Gönnt euch mit Popcorn, weil, Junge, das war das Event des Jahres. Und ich bin gespannt, gegen welchen Camp als nächstes gekämpft wird. Uhu, des Klicks. Reicht doch! Wir kommen zum nächsten Thema. Aha, Influencer verkaufen Seele. InScope und hier noch zwei weitere, ja. Haben wir ja mitbekommen, ne? Leider. Sehr, sehr. Ah, okay. Ah. Was haben diese Influencer alle gemeinsam? Genau, bisschen Werbung für Spritze machen und bisschen Geld kassieren. Ein bisschen viel Geld. Herzlich willkommen. Ja, mehr braucht man heutzutage gar nicht. Woohoo! Alle anderen kriegen Placement von Bundesregierung. Ich krieg Abschiebebriefe. Walla Krise. Alle lebst du ihn. Warum versuche ich es überhaupt? Tippepack Moduk, ich habe oft schlechte Werbung gesehen, aber das, Digga, das war nicht schlecht. Das war absolut beschissen. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich nicht weiß, ob es sicher ist. Boah, der Typ, ne? Ich weiß nicht, ob es sicher ist. Junge, willst du den Leuten helfen? Ernst gemeinte Frage, Baller, ernst gemeint jetzt. Willst du den Leuten helfen oder willst du sie zum Hund machen? Geht's dir gut? Nein? Glaub ich dir! Alter, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du nicht an Corona erkranken willst. Oh, gar keinen Bock an Corona zu erkranken. Sonst muss ich 50 Stories machen, so wie er. Oh mein Gott, so was aushalten! Ich hab mein Bein heute verloren und mein Arm ist auch einfach weg. Mehr davon seht ihr in meiner Story! Ach, hier zur Seite! Ich lass mich nicht impfen, weil es mir zu lange dauert. Wann das nehmen wir? Die Arme, ich habe sogar gehört, die hat mittlerweile ihr Insta, ihre Kommentare deaktiviert, weil die so einen Hate bekommt. Ha. Sonst geht's dir aber gut, oder? Aber jedes Wochenende vorm Club Schlange stehen, wo er 3 Stunden für Haare, Nägel und Make-up, aber fürs Impfen kurz beim Arzt zu warten, unmöglich. Die hat einfach gerade original sich beschrieben. Wochenende feiern, weiße Haare, Mare, das. Original sich beschrieben. 100% hat sie sich bestimmt selbst nicht mal impfen lassen. Geht nicht nur um dich, es geht um uns alle. Ach so! Das sind so Blendersätze. Es geht nicht um dich, es geht um uns alle. Einfach ein gescripteter Satz, den die auswendig gelernt hat, für ein bisschen viel Geld. Oh, danke! Danke an die Schwester, die mir... Ja, ehrlich, danke schön. Danke an die Schwester, die während Lockdown mehr Partys gemacht hat als Tim gute Videos. Was sie mir sagen will, dass ich Menschen schützen soll, statt stundenlang vorm Club stehen.
Ja, Lacke. Aber danke! Stellt euch vor, ich... Ich hatte ja dazu was auf Instagram gesagt. Ich hatte mich geäußert gehabt. Nachdem diese Stories gelöscht worden sind, habe ich es auf Snap hochgeladen. Und nachdem diese Stories auch gelöscht worden sind, habe ich mir die Schnauze gehalten, weil es ist auf jeden Fall nicht wert, meine Social Medias zu verlieren, nur weil ich meine Meinung sage. Wie gesagt, alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe halt meine Meinung geäußert zum Thema, ne, hier mit den Impfungen und so weiter, habe was dazu gesagt. Und danach hatte ich auch nochmal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ey, guck mal, wie krass das ist, wie heftig wir kontrolliert werden, ne? Und von wegen Meinungsfreiheit in Deutschland. Einfach meine Storys wurden sofort gelöscht auf Insta, auf Snapchat. Angeblich irgendwie, ich habe gegen irgendwelche Sachen verstoßen, gegen irgendwelche Richtlinien und wurde von Snapchattern und irgendwelchen Instagramern gemeldet, ne? Ich find's voll heftig, so, weißt du? Wenn du einmal dagegen was Falsches sagst, dass sofort alles gelöscht wird und sogar dein Kanal gefährdet ist, ne? Deswegen sage ich am besten nichts mehr. Poste nächste Woche irgendein Video, wie ich da rumstehe und sage, geh zum Ich sag nur eins, jeder hat ein Gehirn, weißt du, jeder kann denken und er sollte einfach keine schnellen Entscheidungen treffen, weißt du, und sollte erstmal ein bisschen überlegen, sollte sich ein bisschen recherchieren, weißt du, und einfach nicht zu schnell handeln. Sport nimmt ab und schreie euch dabei an, warum ihr nicht abnimmt. Vor allem nicht dann, wenn irgendwelche dummen Influencer alles für Geld machen, weißt du, und euch zu irgendwas animieren, was vielleicht nicht mal gut sein muss. Ich rede jetzt nicht von dem Thema, ich rede von allgemein. Allgemein finde ich, dass diese Influencer, keine Ahnung, dass die scheren sich einen Dreck für ihre Follower, weißt du, weil man kann das so sehen, wie man es will, ne? Ich sehe es auf jeden Fall so, für was die Werbung gemacht haben, fand ich nicht korrekt. Und das hat mir gezeigt, dass ihre Follower sie gar nicht jucken, weil letztendlich, stell mal vor, es kommt doch irgendwann raus, dass die Spritzen nicht gut sind, ne? Und dass sie den Menschen geschadet haben. Dann bist du dafür verantwortlich, dass deine ganzen Follower am Ende darunter leiden, weil sie das vielleicht nur wegen dir gemacht haben, weißt du? So, das ist schon ein krasses Ding, weißt du? Diese Influencer sind einfach, ja, geldgesteuert, Digga. Marionetten in meinen Augen. Merkt ihr selber, das ist natürlich kein Diss an die Leute, die sich impfen. Wallah, großes Thema, könnte ich fünf Stunden darüber reden, aber ist doch scheißegal. ...lassen oder sonst was, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber sehr komisch, dass Leute dort zum Hund gemacht werden, dass sie sich nicht impfen wollen. Oh, war das ein Placement oder war das ein Diss? Keiner weiß. Aber das Geld hat schon gut geschmeckt. Ich will auch Geld. Naja, ich werde mich jetzt 3 Stunden für den Club fertig machen. Seid ehrlich, ich würde... Also gib dir den Stich. Und dann verteile ich natürlich noch ein paar Stiche. Like, follow for follow. Check meine Instagram-Story ab. Und damit war es das auch. Es gab natürlich noch sehr viele andere Videos von anderen Influencern, aber... Digga, was? Junge, Walla, selbst Bongo-Werbung war besser. Deshalb, wir überspringen das. Ich hab gar keinen Bock drauf. Rennt immer noch. Junge, irgendwie sieht's geil aus, seid ehrlich, ihr würdet alle. Freunde, Walla, ganz kurz. Ich bin momentan missglücklich mit dem, was ich auf YouTube gerade machen kann. Ihr versteht den Humor immer mehr und mehr. Junge, ihr seid genauso kopfgewickt wie ich. Mag ich. Lieben wir. Deshalb würde ich sagen, an die Influencer, pisst mich nicht ans Bein, Modok. Ich hab grad gute Laune, also. Merkt selber, oder? Freunde! Ich hab noch ein Thema, eigentlich hab ich gar keinen Bock. Triple R... Signed Bad Moms. Ne, was stand da? Yellow Sign, hilf mir dich. Oh nein! Nicht Bad Moms J! Bad Anne J war bei Jim FM, unserem Radiosender des Vertrauens, der natürlich für Awareness und Visibility steht. Und vor kurzem kam die rote Powerade-Flasche und hat das ganze Land auf den Kopf gestellt. Mit welchem Buchstaben aus dem ganzen Spektrum identifizierst du dich denn eigentlich? Ich bin das B. Nun ist jetzt ein Buchstabe geworden. Awareness und Visibility. Dieses Interview hat uns alle wirklich crazy gemacht. Endlich. Aries. Oh damn. Oh. Oh damn. Damn. Oh damn. Ich will, wenn du einen Vorteil haben willst, einfach dieses YouTube-Video abspielen lassen. Junge, ich bin doch immer noch in Deutschland. Was passiert hier? Way too emotional. Way too ominous. Ich bin übrigens Buchstabe O. O für... Keine Ahnung. Falls jemand gefragt hat. Ah, why too emotional? Oh, warte kurz. Achso, dein Name vielleicht.
Oh, way too emotional. Endlich wieder Mann geworden, Lan. Meine Liebe, ja, an jeden, der das Video halt guckt, ich weiß selber nicht gerade. Die haben aus Sternzeichen komplette Clankrieg gemacht. Diese Sternzeichen, die werden immer schlimmer und schlimmer. Letztens ein Mädchen fragt mich, was bist du? Ich sag Widder. Dann hat sie meinen Cousin gefickt. Das ist ehrenlos, Digga. Sieht ihr an, wie sie meinen Cousin geknallt hat? Seht ihr jetzt in meiner Story? Ja, Dings, hi. Was haben wir sonst für Nachrichten noch? Krieg, Hunger, Krankheiten. Wen juckt das, Digga? Den Rest seht ihr in meiner Story! Hallo, Freunde. Das! War's mit dem Video? Ja, es stimmt. Sie liegt in meinem Namen. Ich kann es auch ehrlich nicht mehr weiter ertragen. Wir machen es kurz und knapp. Wenn euch das Video gefallen hat, dann... like das Video! Kommentiert, ob ihr euren Döner mit oder ohne Zwiebeln esst. Und ja, macht mich fame. Mit. Ja, ehrlich, macht mich einfach fame. Abonniert mich. Mehr davon seht ihr in meiner Story. Das war's. Like, follow, abonnieren, Glocke aktivieren, Yaddo substanzieren. Ja, mehr gibt's auch gar nicht. Gar nicht zu sagen. Ich werde jetzt eine reiche Frau heiraten. Tschüss. OC361, Video zu Ende. Abo. Okay, was erwartet uns jetzt? Wir haben noch 17 Sekunden. Mir jetzt sonst. Leute, diese Dinger nennt man Aqualinos und die... Ach, das ist einer von TikTok. Die sehen einfach so satisfying aus, Alter. Das sieht so geil aus, Mann. Oh, ja, ein kleiner Schrecken, du hör mal. Ja, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ja, zum Thema wollen wir nicht mehr genau eingehen. Ist auf jeden Fall ein hartes Thema. Ich sage euch nur eins, ne? Das Thema mit der Impfung. Informiert euch gut. Überlegt gut vorher, ne? Ob das die richtige Entscheidung ist, ne? Überlegt zweimal. In dem Sinne, das war's mit der Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis morgen. Haut rein.